die geistige Welt führt dich dadurch und gibt dir Impulse und dadurch geschieht Heilung auf einer Ebene, wie ich sie noch nie erlebt habe. Tana Mana, eine Massagetechnik, die das Wissen der alten Mayas und das aus Ägypten und dem Orient verbindet. Die geistige Welt hat zu mir irgendwann mal gesagt, es ist so unendlich wichtig, Körperarbeit zu machen. Denn wenn die Prozesse aus dem System rauskommen, wenn man channelt oder wenn man für den Patienten Aufstellungen macht, wenn man für den Patienten arbeitet im Geistlichen, dann kommt der Körper oft zu kurz. Und es ist so unendlich wichtig, dass man mit Techniken auch die Emotionen aus dem physischen Körper ausleitet. Deswegen ist ein riesengroßer Baustein von Seven Steps to Heaven auch die körperliche, die physische Ebene. Und in dieser wunderschönen Massagetechnik, die wirklich den Orient und die Frequenzen der Mayas verbindet, lernst du mit Kräutern Essenzen herzustellen. Du lernst Öle herzustellen, du lernst Cremes herzustellen. Mit Blüten arbeiten wir. Die Massagetechnik befreit den Schmerz aus der Frequenz. Und genau das zeige ich dir. Es ist eine traumhaft schöne, heilsame Arbeit für deinen Patient. Und ich finde, das Körperliche muss bei dem Patient in seiner Heilungsphase immer ein Teil sein. Du kannst dich entscheiden, ob du die Massageausbildung live oder online machen möchtest.